Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, sehr geehrter Direktor, sehr geehrte Damen und Herren. Poštovana zamjenica gradonačelnika, poštovani gospodine ravnatelju, dame i gospodo. Ich möchte mich herzlich für die Einladung zu dieser Ausstellungseröffnung in dieser wunderschönen Stadt Opatija bei Kaiserwetter bedanken. Želio bih se zahvaliti najljepše na pozivu da dođem na otvorenje ove izložbe u ovom prekrasnom gradu Opatiji. Wie Sie wissen, feiert Kroatien und Österreich dieses Jahr 30 Jahre die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Kao što znate, ove godine slavimo, odnosno obilježavamo 30 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između Hrvatske i Austrije. Viele Länder feiern dieses 30-jährige Jubiläum naturgemäß mit Kroatien. Mnoge zemlje slave isti taj jubilej kao i Hrvatska. Aber was es für uns Österreich so besonders macht, ist, dass mit Kroatien in den letzten 3 Jahrzehnten die Beziehungen unglaublich freundschaftlich und eng gewesen sind und für uns Kroatien das einzige Nachbarland ohne gemeinsame Grenze ist. Za nas u Austriji je ono što je posebno je da u proteklih 30 godina ti odnosi između naših dvaju zemalja su izuzetno, izuzetno prijateljski. To su zemlje praktički bez međusobnih granica. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Imamo zajedničku prošlost. Und unsere gemeinsame Zukunft ist fest in Europa. A naša zajednička budućnost je čvrsto utemeljena u Evropi. Darum freuen wir uns, und das ist auch für die Region Istrien als Dienstleistungs- und Tourismusregion sehr wichtig, dass am 1. Jänner endlich die gemeinsame Währung in Kroatien eingeführt wird. I zato se dodatno veselimo, a to je i za ovu regiju, kao turističku regiju, izuzetno bitno da od 1. siječnja konačno ćemo imati i zajedničku valutu euro. Und was für mich als häufiger Urlauber in dieser Region besonders wichtig ist, dass auch Kroatien den Schengen-Raum beitritt, um endlich diese Wartezeiten an der slovenisch-kroatischen Grenze hoffentlich kürzer werden. A ono što i meni osobno kao čestom gostu u ovim krajevima bitno je da će se konačni šengenski režim ukinuti i time će nestati i duga čekanja na slovensko-hrvatskoj granici. Wenn man hier nur aus dem Fenster blickt, kann man Triest, Florenz, Salzburg, Bad Ischl, Wien sehen in den Gebäuden hier in Opatija. Kada pogledamo ovdje kroz prokat, pogledamo oko sebe, vidimo arhitekturu Toskane, vidimo arhitekturu Venecije, vidimo arhitekturu Bad Ischla, znači povijesnih mjesta iz drugih zemalja. Und diese Idee hatte auch der Architekturkritiker, Journalist und Künstler Wojciech Czaja, der heute hier aufstellt. I tu je ideju imao i kritičar umjetnosti i umjetnik koji danas ovdje izlaže. Er ging mit seiner Handykamera bewaffnet während des ersten Covid-Lockdowns durch Wien spazieren mit seiner Vespa. Er fuhr auch mit der Vespa. On je za vrijeme prvog lockdowna, kada se nije moglo putovati, sjeo na svoju Vespu, uzeo svoj mobitel i naoružan tim mobitelom i njegovom kamerom išao kroz Beč. Und er fand Gebäude, die ihn einfach an andere Städte in der Nachbarschaft, aber weiter entfernt erinnerten. I pronašao je zgrade koje su ga svojom arhitekturom podsjetile na ostale gradove u blizini, u susjedstvu, ali i negdje dalje u svijetu. Sie werden sehen, einige Gebäude sind sehr schön. Gott sei Dank, dass das an Opatija erinnert, ist sehr, sehr schön. Neke su od tih zgrada izuzetno lijepe, na svu sreću, i ona koja predstavlja Opatiju je izuzetno lijepa. Einige Gebäude sind interessant, würde ich sagen, nicht sehr schön. Neke druge su, pa reći ćemo, interesantne, zanimljive, možda ne toliko lijepe. Aber ich hoffe, dass keiner der Städte beleidigt ist. Ali nadamo se da nijedan od gradova se neće uvrijediti zbog toga. Ich hoffe, dass er auch Ihnen und den Besuchern dieser Ausstellung den Anstoß gibt, auch durch die eigene Stadt Opatija vielleicht mit einem anderen Auge zu gehen und neue Dinge zu entdecken. Nadam se da će ova izložba potaknuti i vas da se prošećete svojim gradom i možda nekim drugim očima pogledate na njegovu arhitekturu. Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, sehr geehrter Direktor, vielen Dank, dass Sie uns ermöglichen, den Kulturforum der österreichischen Botschaft hier in dieser wunderbaren Galerie diese Ausstellung zu zeigen, die eine Premiere ist in Kroatien. Najljepša vam hvala što ste nam omogućili da preko Austrijskog foruma i preko Austrijske ambasade, odnosno veleposlanstva, da otvorimo ovu izložbu i to je i hrvatska premijera ove izložbe. Puno hvala.